Ich will euch mal ein kurzes Update zu der Glock 17 Gen 4 FS Front Serrations geben. Wie ihr wisst, mit meinem Haus- und Hofbüchsenmacher Timo Zindel von Zindel Präzisionswaffen spielen wir ein Spiel. Ich als bekennender Anti-Glocker probiere mich derzeit mit einer Glock. Ich habe nun zweimal schon doch so viel mit dieser Glock schießen können. Das erste Mal war tatsächlich einfach nur ein Eingrooven, das Ding kennenlernen, mal den Abzug und so weiter. Hab natürlich hier zu Hause, was ihr auch dem einen oder anderen Video entnehmen konntet, das Thema Trockentraining mal behandelt und auch einiges mit dieser Waffe trocken trainiert. Und dann habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche Sonntag beim Abschlusstraining vor den Landesmeisterschaften mal einen kompletten Durchgang PP3 mit der Glock 17 geschossen und dann noch ein bisschen vorne auf die 7 Meter. Bevor ich aber jetzt auf die eigentlichen Ergebnisse gehe, ihr sagt ja mir, ich soll euch mal die Scheiben zeigen, das mache ich heute. So peinlich, wie es auch sein wird. Nochmal ganz kurz die Gen 4 FS demonstriert und gezeigt. Also, was unterscheidet die FS von der Standard Glock 17? Nun, auf der einen Seite, FS steht für Front Serrations, das heißt, wir haben vorne die Rillen zum besseren Greifen, das heißt, dieser sogenannte Press-Check, der gerne mal gemacht wird, das heißt, eine optische Ladestandskontrolle. Ja, ich habe zwar bei der Glock 17 hier die seitliche Ladestandskontrolle über die Ausziehkralle, aber was man halt gerne mal macht, bevor man eine Serie beginnt, ist, ich lade die Waffe durch und dann gehe ich trotzdem noch mal kurz hin, öffne den Schlitten ein ganz kleines Stückchen, einen halben Zentimeter bis Zentimeter, um optisch zu prüfen, dass tatsächlich eine Patrone in der Kammer ist. Das gibt einem einfach noch mal so ein bisschen Sicherheit, dass tatsächlich die Waffe auch geladen ist und man nicht irgendwie ins Trockene geht. Also, FS steht für Front Serrations. Gefällt mir persönlich optisch besser als jetzt die Standard-Glock, die vorne glatt ist, sage ich ganz ehrlich. Dann haben wir keine Plastikvisierung, wie es gerne mal bei der normalen 17er der Fall ist, sondern wir haben eine starre Stahlvisierung, Kimmelkorn, ein verlängertes Korn. Normalerweise hat die Glock 17 meiner Kenntnis nach dieses kleine Hubbelkorn, also schon ein bisschen höher, aber ist es ein kürzeres Korn. Die hier hat jetzt ein langes Korn mit White Dot. Und hinten in der Kimme, ebenfalls wie gesagt aus Stahl, White Outline. Dann hat die FS zusätzlich noch den verlängerten Schlittenfanghebel. Finde ich persönlich ganz angenehm, aber das ist eine reine Geschmackssache. Ich sag mal, man kommt relativ gut dran. Zack. Es ist griffig, weil da so auch so eine leichte Erhöhung auch ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist so eine kleine Erhöhung gegenüber des normalen Schlittenfanghebels, der halt sehr glatt ist. Aber das ist, glaube ich, mal Geschmackssache. So, und dann haben wir natürlich links wie rechts tauschbar, Standard-Glock, aber einen etwas verlängerten Auswurfknopf fürs Magazin. Das ist im Grunde genommen das On-Top, was man bei der Glock 17 Gen 4 FS bekommt. Gleiches auch bei der Glock 19 FS. Das war eine limitierte Auflage von der 17er, von daher, jo. So, was sind denn jetzt tatsächlich die Pros und die Cons? Also wir fangen mal mit den Kontras an. Kontra Nummer 1, es ist eine Glock. Ich kann es nicht lassen. Nummer 2 ist in meinen Augen tatsächlich der Abzug. Aber in dem Moment tatsächlich diese Safe-Action-Sicherung. Und zwar haben wir in dem Moment, wenn durchgeladen wird, haben wir hier vorne diesen Sicherungspinockel am Abzug. So, hier ist es jetzt beim Standardabzug der Fall, dass dieser nicht komplett reingedrückt werden kann. Das heißt, es ist immer in der Mitte vom Abzug ein kleiner Huppel, bedingt durch diesen Sicherungshebel. Und je mehr ich mit diesem Abzug schieße, desto mehr fängt auch der Abzugsfinger tatsächlich an, weh zu tun. Mir wurde auch schon berichtet, dass wohl auch hier die Herstellungsqualität
dieses Sicherungszüngels nicht gleichmäßig ist. Dass es also durchaus auch welche gibt, die haben scharfe Kanten drin, ja, die noch unangenehmer sind. Es soll wohl Aftermarket-Abzugszüngel geben, wo dieses Sicherungszüngel plan reingedrückt werden kann, was dann dieses Unangenehme vielleicht eliminiert. Das muss man halt tatsächlich einfach mal prüfen. Ein weiterer Negativaspekt ist hinten das Thema Backstraps. Das hatte ich ja in dem ursprünglichen Video erwähnt. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass ich lediglich diese zusätzlichen Griffteile auf den vorhandenen gesetzten Griff aufsetze. Das heißt, ich erhöhe den bereits vorhandenen Griff. Bei anderen Waffen, wie zum Beispiel meiner P07 Kadett und auch der Standard P07 oder P09, ist es so, ich nehme den Standard Backstrap raus und ersetze ihn durch einen größeren oder kleineren. Ich finde das deswegen einen etwas negativen Aspekt bei der Glock, weil ich persönlich würde liebend gerne einen der Backstraps drauf machen mit Beaver Tail, weil es einfach ein bisschen mehr Halt in der Hand gibt. Ich kann die Hand ein bisschen höher setzen. Aber ich hatte das beim ersten Mal Schießen drauf, den kleinsten, den es von diesen beiden gibt. Und trotzdem war der Griff dann in dem Moment zu groß, weil er in meinen Augen auf den vorhandenen aufsetzt. Geiler hätte ich es gefunden, wenn man gesagt hätte, das hier ist ein herausnehmbares Teil, ich kann den durch einen identischen, aber mit Beavertail versehenen Backstrap ersetzen. Das wäre geil. Es gibt Aftermarket gekürzte Beavertails, die halt hier oben eingesetzt werden, aber die sind dann hier wieder kein nahtloser Übergang, ist also durchaus auch ein Bereich, wo man sich dann auch mal hier die Hand einklemmen kann. Ist also somit nicht unbedingt das Optimale. Nächster Punkt, ganz klar Abzugscharakteristik. Sollte ich diese Waffe tatsächlich irgendwann mal mein eigen nennen, dann werden wir am Abzug etwas tun müssen. Das heißt, da kommt dann ein Federsatz rein, ZTV oder was weiß ich, um halt den Abzug einfach ein bisschen leichter zu machen, weil der ist schon hart. Und wenn man schnelle Serien schießen will, unglücklich. Diensttechnisch bezogen, wenn ich das Ding im Dienst führe, klar, muss der Abzug hart sein, aber ich bin im sportlichen Bereich unterwegs und dann kann der ruhig einen Tacken leichter sein. So, das war es aber eigentlich bei den Cons. Die Pros sind halt ganz klar, ich bekomme sau viel bei der Gen 4 an Zubehör für kleines Geld. Die Magazine sind preislich gesehen recht moderat mit roundabout 30 Euro, sind ein bisschen teurer geworden. Die waren immer so 29,90, liegen derzeit, glaube ich, sogar auch weiterhin bei diesem Preis. Sie liegt, wieder erwarten, verhältnismäßig gut in der Hand, solange ich nicht einen Backstrap drauf mache. Worauf man achten sollte bei der Glock, ist halt tatsächlich auch, wie man die Waffe hält. Also da bin ich noch nicht so ganz firm drin. Wie es morgen auf den Landesmeisterschaften, ich werde, ich glaube, 3 Disziplinen mit dieser Waffe schießen, das habe ich ja gesagt. Ich werde alle Register ziehen und das Risiko eingehen und tatsächlich direkt mit dieser Waffe Landesmeisterschaften schießen. PP1, NPAB und PP3. Und mal gucken, wie ich damit abschneide. Training war ziemlich durchwachsen, sage ich direkt. Noch immer schieße ich primär so leicht links versetzt, was am Abzug liegen kann. Es kann an der Grifftechnik liegen. Ich weiß es noch nicht. Muss man einfach mal schauen. Jedenfalls, so peu à peu gewöhne ich mich ein bisschen an das Ding, aber noch bin ich kein überzeugter Gloggy. Da will ich euch mal zeigen, was ich mit diesem Teil hier fabriziert habe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt tatsächlich seht. Das hier ist jetzt die offizielle PP1-Scheibe. Ich werde es euch nochmal als Scheibe, als Foto einsetzen. Also ich sag mal, die sind hier, ihr seht, es ist alles relativ linkslastig. Auch wenn da jetzt eine Außenzehen mit dabei ist, durchaus auch eigentlich an 8ern und 9ern. Also ich meine, eine ganze Katastrophe ist es nicht. Ich habe, glaube ich, nur eine einzige Fahrkarte mit dabei gehabt. 2-3 Fehler, aber eine, der noch immer am Fliegen ist. Von daher, wie gesagt, wir werden morgen sehen. Training ist Training, Wettkampf ist Wettkampf. Wettkampf ist bei mir meistens ein bisschen besser als das Training. Und da werden wir mal ganz klar sehen, wie es denn tatsächlich gelaufen ist. Ja, das hier war jetzt eine komplette Serie Police Pistol 3 Carry Gun, wo auf 20, 15 und 10 Meter geschossen wird.
So, und dann einfach nochmal so ein bisschen Abzugstraining gemacht, vor auf die 7-Meter-Marke. Und ich sag mal, das ist ein Ergebnis, was ich außer der Linkslastigkeit durchaus sehen lassen kann. Die sind sehr eng gruppiert, finde ich, bis auf ein paar einzelne, wo ich aber selber gemerkt habe, wie ich die verrobbt habe. Das ist halt einer der Vorteile bei der Glock, du merkst sofort, wenn du Scheiße geschossen hast. Das muss man ganz klar sagen. Aber man sieht auch, dass da, auch wenn es jetzt nur 7 Meter gewesen sind, wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, die hätten alle eine 10 sein sollen. Nein, hätten sie nicht. Das ist die Glock, muss nicht. Ja, aber ich finde, kann man durchaus so stehen lassen, das Ergebnis. Wie gesagt, das ist für mich das zweite Mal mit einer Glock. Und wir dürfen auch eine Sache nicht außer Acht lassen. Ich lasse mich ja jetzt tatsächlich ernsthaft auf dieses Spiel Glock ein. Wo ich ja vorher immer nur das Thema Glock in die Luft zerrockt habe und gesagt habe, wie scheiße die Dinger sind, habe ich mich ja dazu bereit erklärt, dieses Ding tatsächlich vollumfänglich und so neutral wie nur irgendwie möglich durchzutesten. Und ich bin selber gespannt, was am Ende der Testphase, die noch einige Zeit dauern wird, herauskommen wird. So, wie gesagt, das war ein kurzes Update. Es wird ein weiteres Update folgen nach der Landesmeisterschaft morgen. Ist ein vollgepackter Ballertag, Schießtag. Ich glaube, 8 Disziplinen schieße ich. 8, 9 Disziplinen sind es, glaube ich. Und ja, und dann freue ich mich auch auf das Update. Und wir werden dann sehen, anhand von belastbaren Ergebnissen, die dann im Verlauf der Woche veröffentlicht worden sein dürften, wie gut oder wie scheiße ich mit der Glock geschossen habe. In diesem Sinn, wir sehen uns.